Hallo zusammen, ich bin die Lara von Laras Tortenzauber und wir machen heute wieder ein Ruckzuck-Rezept mit Blätterteig. Es gibt dieses Mal etwas mit Schokocreme, allerdings nicht mit Nutella, sondern mit der Schokocreme von No Sugar Sugar. Die ist nicht mit industriellem Zucker, sondern mit Bio-Erythrit gesüßt. Und ich benutze generell viele Produkte von No Sugar Sugar zum Backen. Und genau, das genaue Produkt verlinke ich euch auch nochmal unten im Text, wo ihr dann auch direkt über den Link zum Produkt selber kommt. Wir brauchen nicht viele Zutaten, Blätterteig, gehobelte Mandeln, ihr könnt auch gehackte Nüsse zum Beispiel nehmen, ein Ei, das habe ich schon vorher getrennt und natürlich dann die Schokocreme. Beim Blätterteig ist es wichtig, dass ihr den schon mal so 20 Minuten, bevor ihr den benutzt, aus dem Kühlschrank rausnimmt, dass der ein bisschen Zimmertemperatur annimmt. Und den rollen wir jetzt einmal aus. Und wir brauchen noch entweder ein Messer oder ich habe hier so einen, einen kleinen Pizzaroller, sage ich jetzt mal. Der ist an der einen Seite einfach glatt und hier so ein bisschen gerichtet. Da kriegt man ein schöneres Muster mit. Und einen Pinsel. Und wir starten jetzt, indem wir uns hier ein bisschen von dem Eiweiß nehmen. Und ich bepinsel jetzt einfach kurz den Rand vom Blätterteig damit. Einfach ganz. Das muss jetzt nicht gleichmäßig sein, einfach nur ein bisschen, dass es gleich besser zusammenklebt. Und jetzt geben wir auch schon die Schokocreme drauf. Nicht ganz bis zum Rand. Ihr könnt natürlich ein bisschen über das Eiweiß drüber, das ist kein Problem. Nur wir lassen ein bisschen am Rand frei. Man kann das Ganze auch noch verfeinern, indem man jetzt zum Beispiel hier noch ein paar gemahlene Mandeln oder gemahlene Nüsse drauf gibt. Das geht natürlich auch. Ich persönlich mag das so am liebsten, einfach ein bisschen von der Schokocreme und nachher oben drauf ein paar gehobelte Mandeln. Das ist für mich schon vollkommen ausreichend. Aber da sind euch wie immer keine Grenzen gesetzt. Wenn ihr wissen möchtet, was ich sonst noch so für Zuckerersatzprodukte benutze, dann schaut doch gerne mal bei Insta vorbei. Da habe ich auch ein extra Highlight damit erstellt, wo ihr die ganzen Produkte von No Sugar Sugar seht, die ich immer wieder zum Backen benutze oder auch für meinen Kaffee. Ich benutze ja eigentlich fast keinen Zucker mehr für meinen Kaffee, sondern nehme da dann auch das Bio-Erythrit mit Zimt oder mit Vanille gibt es das. Könnt ihr gerne auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch irgendwelche Zuckerersatzprodukte schon mal ausprobiert habt oder ob ihr generell auch immer irgendwas Zuckerfreies oder sowas benutzt, würde mich auch mal interessieren. Und jetzt schneiden wir das Ganze einmal in der Mitte, ungefähr. Das muss jetzt nicht genau in der Mitte sein. Ich nehme das Gelöffelte. So. Und klappen den Blätterteig jetzt einfach einmal zusammen. Das muss jetzt auch nicht komplett gleichmäßig sein. Einfach so, dass es. Wir können das auch noch so ein bisschen verrutschen. Nicht zu feste drücken, weil sonst kommt euch nämlich die Schokocreme nachher raus. Und jetzt nehmen wir uns einfach wieder hier unseren Roller und schneiden jetzt ungefähr so, ja, 1 Zentimeter große, würde ich sagen. Genau, Streifen. Und am besten nehmt ihr euch jetzt gleich ein paar Handschuhe, weil wir zwirbeln jetzt den Blätterteig einmal ineinander. Und das ist natürlich mit der Schokocreme eine bisschen klebrige Angelegenheit. Deswegen benutze ich da lieber ein paar Handschuhe. Ich nehme jetzt hier immer so einen Streifen und drehe den einfach in die entgegengesetzte Richtung immer. Und dann rollen wir das Ganze einfach so wie eine Schnecke zusammen. Und hier das Ende mache ich einmal hier drunter und knete das so ein bisschen zusammen, dass die Schnecke da dann quasi nicht auseinander geht beim Backen. Kann man übrigens auch mit allem anderen füllen, mit Marmelade oder auch mit Herzhaften, mit Tomatensoße, Tomatenmark. Da gibt es wirklich, dann hat man Pizzaschnecken, das ist wirklich, kann man auch mit Pizzateig machen. Und jetzt geben wir noch Eigelb drüber und jetzt bestreichen wir die Schnecken. Guckt, dass da wirklich überall was dran ist, also auch am Rand, nicht nur oben drauf, sondern wirklich überall, damit es halt schön braun wird. Weil mit dem Eigelb kommt halt die Bräune dann an die Schnecken.
Und dann zum Schluss kommen noch die gehobelten Mandeln oben drauf. Oder wie gesagt, ihr könnt auch gehackte Mandeln oder Nüsse nehmen. So sehen unsere Schnecken jetzt aus. Und jetzt kommen noch die gehobelten Mandeln oben drüber. Und dann geht es in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze für circa, ich würde sagen, 12 bis 15 Minuten. Die Blätterteigkringel waren jetzt genau 18 Minuten im Ofen. Sie haben ein bisschen länger gebacken. Da müsst ihr einfach ein bisschen auf die Bräune achten und wir holen sie jetzt einmal kurz raus. So, wir lassen die jetzt kurz ein paar Minuten abkühlen. Die sind natürlich jetzt sehr heiß. Und dann könnt ihr auch noch ein bisschen Puder-Erythrit zum Beispiel, also wie Puderzucker, aber halt zuckerfrei drüber streuen. Oder ihr lasst sie einfach so und dann machen wir gleich noch den Geschmackstest. Das genaue Rezept für die Blätterteigkringel sowie die genaue Zubereitung findet ihr unten im Text. Da verlinke ich euch auch nochmal die Produkte, die ich dafür benutzt habe. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeischaut, Laras Tortenzauber. Und schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, wenn ihr was nachgebacken habt, wie ihr es findet. Oder ob ihr andere Alternativen habt, die ihr zum Beispiel für Blätterteig gerne benutzt. Würde ich mich drüber freuen. Und dann verabschiede ich mich für heute. Ich bedanke mich nochmal vielmals beim lieben Thorsten von Küchenplan und Clemens, der mir hier seine wunderschöne Küche zur Verfügung gestellt hat, um meine Blätterteigkringel mit euch zu backen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.